Hallo, ich versuche jetzt diese Grannies mal mit rechtshändig zu machen. Ich selber bin Linkshänder. Ja, mit der rechten Hand zu häkeln fällt mir nicht sehr leicht, aber ich habe gesagt, ich versuche es für euch und ja, mal schauen, was es wird. So, ich mache eine Anfangsschlaufe. Ich habe jetzt hier wieder Nadelstärke 3,0 und eine Wolle. Und jetzt mache ich 4 Luftmaschen. Ich verbinde in der allerersten Luftmasche mit einer Kettmasche. Heißt, ich gehe durch beide Schlaufen gleichzeitig durch. Jetzt hat sich hier so ein kleines Loch gebildet, das man hier erkennen kann. Und da mache ich jetzt meine Stäbchen gleich rein. Zunächst mache ich jetzt, ich habe das hier so gemacht, dass ich hier so in der Mitte diese Übergänge hatte. Jetzt mache ich die hier an der Seite. Das heißt, ich mache 3 Luftmaschen. Das ist mein erstes Stäbchen. Jetzt hole ich den Faden, wickle ihn rum und gehe jetzt in diesen Kreis hier rein, den ich da gemacht habe. Wenn ich ihn finde, Moment. Habe ich jetzt sehr gut angezogen. In diesen kleinen Kreis gehe ich jetzt rein. Kannst du natürlich auch einen magischen Ring verwenden. Und mache jetzt mein zweites Stäbchen. Ich hole den Faden, gehe durch 2 Schlaufen durch, hole den Faden und gehe durch die letzten beiden Schlaufen. Ich wickel den Faden wieder rum. Gerade ein bisschen unscharf. Gehe wieder in meinen Kreis, hole den Faden durch 3 Schlaufen, ich hole den Faden, gehe durch 2 Schlaufen durch, hole den Faden wieder und nochmal durch 2 Schlaufen durch. Jetzt habe ich 3 Stäbchen. Die ersten 3 Luftmaschen waren mein erstes Stäbchen. Jetzt mache ich die erste Ecke dafür. Mache ich 2 Luftmaschen. Dann mache ich wieder 3 Stäbchen, also in den Kreis, Faden holen, 3 Schlaufen. Vielleicht ein bisschen größer machen hier. Faden holen durch 2 Schlaufen, Faden holen durch die letzten beiden Schlaufen. So. Jetzt kommt meine zweite Ecke, dafür mache ich wieder 2 Luftmaschen und dann wieder 3 Stäbchen. Also wie gesagt, mit rechts ist ein bisschen schwierig für mich. Also ich weiß, wie man sich als Anfänger fühlt.
So, jetzt kommt die nächste Ecke. Und dann nochmal drei Stäbchen. So, ich habe jetzt hier viermal je drei Stäbchen gemacht. Drei Ecken sind fertig, heißt, mir fehlt noch eine Ecke. Dafür wieder zwei Luftmaschen. Und ich verschließe jetzt diese Runde hier in die dritte Luftmasche, die ich vorhin gemacht habe, wieder mit einer Kettmasche. Heißt, ich ziehe das gleich durch. Beide Schlaufen durch. Und dann ist die erste Runde fertig. Für die zweite Runde mache ich wieder drei Luftmaschen. So beginne ich jede Runde. Und jetzt mache ich in jede Masche der Vorrunde, in jedes Stäbchen der Vorrunde ein Stäbchen rein. Also. Erstes Stäbchen. Zweites Stäbchen. Und hier drittes Stäbchen. So, und jetzt bin ich hier bei meiner Ecke. In diese Ecke mache ich jetzt zwei Stäbchen. Eins. Zwei. Dann zwei Luftmaschen und wieder zwei Stäbchen. Eins. Jetzt arbeite ich wieder drei Stäbchen in jedes Stäbchen davor. Hier ist gleich mein erstes Stäbchen. Eins. Also mit links geht es schneller bei mir. Also wie gesagt, ich arbeite jetzt hier drei Stäbchen. In jedes Stäbchen der Vorrunde. Und bin bei meiner nächsten Ecke. Entschuldigung. Mache hier jetzt wieder zwei Stäbchen, zwei Luftmaschen, zwei Stäbchen. Eins. Zwei. Dann zwei Luftmaschen. Eins, zwei und dann wieder zwei Stäbchen.
Jetzt hier wieder die drei einfachen Stäbchen jeweils in die Vorrunde. Dann arbeite ich diese Ecke und ich zeige dir dann, wie man die letzte Ecke beendet. So, ich bin an meiner letzten Ecke. Habe schon ein Stäbchen, das ist das zweite. Zwei Luftmaschen. Und diese erste Masche, die ich hier gemacht habe, das erste Stäbchen mit meinen drei Luftmaschen, gehört in diese Ecke rein. Das heißt also, ich mache jetzt nur noch ein Stäbchen. Und verbinde jetzt wieder hier mit der dritten Luftmasche meiner ersten Luftmaschenkette. Und dann geht es so weiter. Ich habe jetzt in jeder Runde praktisch oder in jeder Reihe um 4 erhöht, also 2 extra Maschen hier jeweils an den Seiten vor den Eckluftmaschen. Ich mache jetzt wieder 3 Luftmaschen. Jetzt habe ich natürlich mehr Maschen hier und mache jetzt hier in jede Masche wieder ein Stäbchen. Eins. Und so geht das weiter. Runde um Runde erhöhen sich die Maschen. Pro Seite um 4. Das kannst du dann natürlich so groß machen, wie du möchtest. Entweder hier so einzelne kleine Grannies, die kannst du auch noch kleiner machen. Oder natürlich so groß, dass es dann eine ganze Decke ergibt. Wie gesagt, es gehen hier auch Farbwechsel. Aber das ist das Grundprinzip. Wo bin ich jetzt? Eine übersprungen. So. Und dann hier in der Ecke wieder 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen und dann hier 2, 4, 6, 7. 7 einzelne Stäbchen dann. Hier habe ich 2, 4, 6 und da kommt ihr dann wieder hier in der Ecke dann meine 7. rein. So, am Ende der Reihe musst du wieder aufpassen. Ich habe jetzt schon hier die 2 ersten Stäbchen gemacht von meiner Ecke. Mache ich jetzt die beiden Luftmaschen. Und jetzt musst du hier nochmal nachzählen. Wir hatten ja die 7 Maschen, die wir hier in der Mitte hatten, plus die 2 Maschen aus der Ecke. Also muss ich in dieser Reihe auf insgesamt 11 Maschen kommen. Ich habe jetzt hier 2, 4, 6, 7. Heißt, ich mache jetzt 7, Moment, 2, 4, 6, 7, doch, 7. Jetzt mache ich meine 2 Maschen wieder aus der Ecke. 7, 8, jetzt habe ich 9. Da hat sich der Faden jetzt verheddert. So, und jetzt siehst du hier, fehlen mir noch 2 Maschen, damit ich wieder auf meine
Gesamtzahl komme. 1 und 2. Jetzt verbinde ich nicht mehr in der Ecke, sondern hier jetzt wieder in die dritte Luftmasche. Und dann ist die Reihe auch fertig. So, und so geht es immer weiter. Zähle immer nach, ob deine Maschenanzahl dann stimmt. Hier in der Ecke dann, wie gesagt, 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen und dann jede einzelne Masche der Vorrunde häkeln mit Stäbchen und dann wieder die Ecke machen. Und wie gesagt, in der Anfangreihe nochmal nachzählen, ob du dann wirklich auf deine Maschenanzahl kommst. Also hier haben wir jetzt 4, 6, 8. Müssten 11 sein. Auf jeder Seite dann 11. So, und wie gesagt, das kannst du dann so groß machen, wie du möchtest. Ich habe hier insgesamt 1, 2, 3, 4, 5 Reihen gemacht. In meiner Größe. Du kannst die natürlich aber in jeder beliebigen Größe machen. Ich hoffe, das Video hat dir weitergeholfen, auch wenn es jetzt nicht ganz so toll war. Ich übe noch mit dem rechtshändig Häkeln für dich, damit ich auch die anderen Videos dann irgendwann, die ich als Linkshänder schon veröffentlicht habe, auch als Rechtshänder dir nochmal zeigen kann. Ganz viel Spaß beim Nachmachen. Bis bald.